Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem BKO BBL Playoff Halbfinalspiel Nummer 2 zwischen dem SK Lever Baskets Würzburg und Ratiopharm Ulm. Endstand 74-82. Ich begrüße den Coach der Ulmer, Thorsten Leidener. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Bis dahin zum Spiel. Dankeschön. Ja, ich fange mal damit an, dass ich mich sehr darüber freue, dass wir einen neuen Ulmer dazu gewonnen haben, der Demuts und seine Frau sind Eltern geworden heute Vormittag. Das war für uns ein ganz besonderes Ereignis und ich glaube, das hat uns auch nochmal einen Push heute gegeben. Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt, obwohl er nicht wirklich viel geschlafen hat. Wir waren seit gestern Mittag im Krankenhaus. Es war eine turbulente Phase jetzt, die letzten 24 Stunden oder letzten 30 Stunden durch die Verletzung von Isaiah Swan. Standen die Vorzeichen nicht ganz so günstig, aber die Mannschaft hat Unglaubliches geleistet. Und man, denke ich, muss ihr ein extrem großes Kompliment aussprechen. Das fällt deswegen so groß aus, weil wir gegen eine Würzburger Mannschaft gespielt haben, die meiner Meinung nach auch eine richtig starke Leistung abgeliefert hat. Es war ein tolles Playoff-Halbfinalspiel mit einer hervorragenden Atmosphäre hier in Würzburg. Ganz großer Dank geht auch an unsere Fans, die dazu beigetragen haben und die jetzt zu Recht feiernd nach Hause fahren können. Ja, ich kann einfach nur sagen, es war eine tolle Mannschaftsleistung. Per hat herausgeragt, ich denke, das wird jeder bestätigen. Aber die Art und Weise, wie wir wieder gegen einen sehr starken Gegner, auch gerade in der Schlussphase agiert haben, macht mich sehr stolz. Vielen Dank. Ich begrüße auch den Trainer der Würzburger, John Patrick. Dein Statement zum Spiel? Ja, erstmal gratuliere Thorsten und der Ulmer Mannschaft für einen verdienten Sieg. Ja, die haben wieder Rebound-Battle gewonnen. Die Point Guards von Ulm, besonders Per Gunther und Tommy Mason Griffin auch, haben das Spiel hervorragend dirigiert für Ulm. Und auch wenn wir und zurückgekommen sind, haben Ulm die Big Shots getroffen. Und ja, das ist ein, die spielen eine super Saison. Am Ende haben wir natürlich viel Korbleger verschossen, aber ich glaube, es war in unserem Kopf, dass John Bryant in der Nähe ist, Keaton Nankerville auch mit vielen Blocks und das hat vielleicht einen Effekt und unsere Coolness, als wir fast 10 Korbleger verschossen haben. Ja, wir mussten zum Korb gehen und man könnte sehen, wir waren ein bisschen passiv und ein bisschen hektisch in der Offensive, aber wie gesagt, das war ein verdienter Sieg für Ulm mit Rebound-Battle gewonnen und John Bryant mit 16 Punkten und 16 Rebounds und Per Gunther als MVP des Spiels. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Der hat natürlich das Übliche, wenn man umklickt, Bänderverletzung. Wir werden jetzt von Tag zu Tag sehen, wie lange er ausfällt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er am Sonntag spielen wird. Weitere Fragen? Kurz an Sie, der ja, man kann sagen, Isaiah Swan hat gefehlt, Maxi Kleber hat gefehlt, Chester Frazier, aber wir hatten 7 Ausländer da, die gespielt haben. Wir haben die letzte Woche ohne Chester trainiert, auch wenn er am Sonntag gespielt hat. Und wir können keine Ausrede machen. Also das ist normal im Sport, dass jemand verletzt ist oder auf irgendeine Gründe. Und was wir kontrollieren können, ist die Spieler, die hier sind. Und wir haben alles gegeben, aber das Ulm war besser. Das ist ganz einfach. Das ist der Unterschied zur Serie zu Alba Berlin, dass Ulm einfach mit ganz viel Selbstvertrauen auch in kritischen Phasen spielt. Ist das der Unterschied bis jetzt in der Serie? Ich würde nicht die Mannschaften vergleichen, aber ja, für uns, wir mussten eine Rebound-Battle gewinnen und es gab so viele
Also am Anfang des dritten Viertels hat Sebastian Betz ein paar Rebounds geholt, John Bryant ein paar Rebounds geholt und auch wenn wir Stops in der Verteidigung gemacht haben, haben die wichtigen Rebounds und wir konnten nicht in unseren Rhythmus kommen. Wie groß ist die Hoffnung nochmal in die Serie zu kommen? Wir würden nicht aufgeben, wir haben diese Saison nicht aufgegeben. Das wird natürlich sehr schwierig sein, in Ulm zu gewinnen, aber wir werden alles versuchen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich. Guten Nachhauseweg. Wiedersehen.